Willkommen beim Inktipp Live. Heute arbeiten in beliebigen Ebenen. Es ist sehr einfach, in einer Koordinatenhauptebene zu arbeiten und glücklicherweise auch der häufigste Fall. Ich kann beispielsweise den Grundriss aufrufen, um alle Elemente auszublenden, die nicht in der Ebene liegen, die ich bearbeiten möchte. Ich stelle hier fest, dass ich vergessen habe, die Tür anzupassen und zu einem Fenster zu machen. Ich verwende dazu die Verschieben-Funktion, wähle die Öffnung aus und möchte sie mit der Option Abtrennen, um die Unterkante nicht zu verändern, auf die gleiche Höhe verschieben wie das Fenster daneben. Eine Möglichkeit, das zu erreichen, ist, wenn ich auf die vertikale Kante zeige und die Shift- oder Umschalttaste gedrückt halte, bin ich fixiert in dieser Richtung. Ich kann die obere Ecke des Fensters anwählen, um die Tür auf die gleiche Höhe zu verschieben. Mit der Unterkante könnte ich das Gleiche tun. Hier möchte ich aber die Option Verschieben wählen, um eben die Öffnung mit anzupassen. Ich hole mir quasi die Kote von der unteren Ecke des Fensters, indem ich ohne zu klicken drauf zeige und die Z-Koordinate mit Alt-Z fixiere. Im Koordinatenfenster sehen Sie den Rahmen um die Z-Koordinate, der anzeigt, dass eben diese Richtung fixiert ist. In schrägen Ebenen zu arbeiten ist etwas aufwendiger. Ich möchte diese Innenwand nach oben verlängern, so dass sie unter mein schräges Dach läuft. Dazu führe ich zunächst eine Wand ein, die sicher höher ist als mein Dach. Und kann jetzt die Oberkante entsprechend anpassen. Im Register Geometrie finde ich die Funktion Durchdringungslinien der Bereiche. Ich wähle die Bereiche an, die ich verschneiden möchte, die Wand und die einzelnen Dachflächen. Ich erhalte die Schnittlinie und kann jetzt meine Wandoberkante entsprechend anpassen. Eine andere Möglichkeit ist es, das Modell mit einer Ebene zu verschneiden oder direkt zu verschneiden und eine Hälfte zu löschen, was ich hier tun möchte. Ich möchte nur diese Wand anpassen und ich definiere die Ebene oder meine Schnittebene über drei Punkte. Ich wähle einen weiteren Punkt, um zu definieren, welche Hälfte von dieser Wand, es können auch mehrere Bauteile sein, dass ich anpassen möchte oder dass ich am Schluss löschen möchte.
Ja. In beiden Fällen erhalte ich die Wand, die exakt unter mein Dach läuft. Möglicherweise muss ich noch Randgelenke ergänzen. Das gilt aber mit beiden Vorgehensweisen genau gleich. Überprüfen Sie das, damit das nicht vergessen geht. Ein anderer Fall für das Arbeiten in einer schiefen Ebene wäre eine Wand, die schräg im Grundriss steht. Ich möchte in dieser Wand eine Öffnung eingeben. Ich kann dazu den Objektmodellierer wie gewohnt verwenden. Ich wähle die Öffnung rechteckig in meinem Fall. Ich klicke zuerst aber auf die Wand selbst, auf den grünen Bereichsrand. Die Wand wird damit freigestellt und ich erhalte ein neues Koordinatensystem, eine Arbeitsebene, wie das in AccessVM heißt. Die Wandebene ist jetzt meine XY-Ebene. Und ich kann über das Koordinatenfenster eben die Koordinaten in dieser Arbeitsebene, in diesem alternativen Koordinatensystem eingeben, ohne dass ich mühsam die Koordinaten von diesen Eckpunkten berechnen müsste und dann liegen sie doch nicht ganz in der Wandebene. Mit Escape komme ich wieder aus dieser freigestellten Ansicht heraus, beziehungsweise aus dieser automatisch erzeugten Arbeitsebene. Arbeitsebenen kann ich auch manuell erstellen. Ich möchte das nutzen, um diese Stütze exakt unter den Giebel zu verschieben, obwohl die Stütze keine Verbindung mit dem Giebel hat. Über das Kontextmenü kann ich temporäre Arbeitsebenen festlegen. Ich wähle eine allgemeine Arbeitsebene. Der erste Punkt, den ich anklicke, definiert meinen Koordinatenursprung. Ich zeige mit der Maus in die Richtung meiner X-Achse. Z0, Enter, liefert mir eine horizontale X-Achse. Ich definiere die Y-Achse. Auch wieder mit Z0, Enter erreiche ich, dass sie horizontal liegt. Ich wähle jetzt die Stütze aus, öffne den Eigenschaftseditor im Menü Fenster. Und wähle unter Knoten eine Y-Koordinate von 0. Die rote Farbe im Eigenschaftseditor und im Koordinatenfenster zeigen mir an, dass ich eben in der Arbeitsebene und nicht im globalen Modellraum arbeite. Um das zurückzuschalten, kann ich den Schnellschalter Arbeitsebenen unten rechts verwenden, um eben wieder die schwarzen globalen Koordinaten zu erhalten.
Ich kann Arbeitsebenen auch permanent erstellen, permanent gespeichert, auf der linken Seite in der vertikalen Symbolleiste. Eine intelligente Arbeitsebene verwendet ein Element, einen Bereich oder ein Linienelement und definiert das lokale Koordinatensystem von diesem Element als Arbeitsebene. Die Dachebene ist jetzt meine neue XY-Ebene. Mit dem Schnellschalter oder auch im Definitionsdialog kann ich die Projektion auf diese Arbeitsebene aktivieren. Das heißt, jeder Punkt, den ich eingebe, wird zwingend in die XY-Ebene projiziert. Ich kann damit auch einen Punkt anwählen, der eben nicht in dieser Ebene liegt und erhalte seine Projektion in die Arbeitsebene. In diesem Fall kann ich so ein Vordach definieren. Und ich bin absolut sicher, das liegt in einer Ebene. Die Arbeitsebenen kann ich auch verwenden, um zu prüfen, ob Knoten in einer Ebene liegen. Dazu verstecke ich alle Elemente oder alle Objekte, die nicht in dieser Arbeitsebene liegen. Wenn ich möchte, kann ich den Rest noch als graue Hintergrundlinien darstellen. Alles, was ich in der normalen Darstellung sehe und auch bearbeiten kann, liegt in meiner Arbeitsebene. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.